Guten Morgen zusammen. Die Technik hat hier ein kleines Problem bereitet. Ich habe schon fast 10 Minuten über das Thema, wie wichtig ein Online-Boost für ein Unternehmen ist und welche Relevanz das Thema Online einnimmt. Und wir haben hier quasi vor Ort gemerkt, dass wir gar nicht live draußen auf dem Äther sind. Deswegen starten wir nochmal. Herzlich willkommen von meiner Seite zur Session 2. Ich hoffe, momentan funktioniert alles. Mein Name ist Jens Markgraf, ich bin Leiter Kundenmanagement bei Clara und verantworte dabei den ganzen Vertrieb, die Vermarktung von Clara. Ein sehr zentraler, wichtiger Faktor da ganz drin ist natürlich vor allem unser Online-Marketing. Also wie nutzen wir unsere Online-Kanäle, um Clara als Produkt, als Dienstleistung bei euch draußen bekannt zu machen und aufzuzeigen, wo die Reise mit Clara hingeht. In der Vergangenheit haben wir solche Events lokal, physisch vor Ort gemacht. Heute das erste Mal digital per Broadcast, virtuell zu euch nach Hause, ins Büro oder quasi ins Homeoffice. Wie gesagt, ich hoffe, das läuft jetzt. Ich würde gerne in den nächsten 40 Minuten darauf eingehen, um diesen oberen linken Quadranten, was heißt es mit seinem Unternehmen, mit seinem Angebot, mit seiner Dienstleistung bekannt zu sein in der Online-Welt. Klassischerweise, ich als Unternehmen kümmere mich gern, wenn wir das Beispiel nehmen von einem Schreiner, darum quasi Möbel zu produzieren, Möbel zu schreinern. Ich kümmere mich am Anfang weniger darum, wie kann ich diese nach draußen bekannt machen, wie verkaufe ich das Ganze, was kommen buchhalterisch für Aufgaben, Challenges auf mich zu. Und letztendlich, wenn ich quasi dann gute Kunden gewonnen habe, wie führe ich die Kunden zu mir zurück. Wir werden uns heute auf den oberen linken Quadranten fokussieren, also das Thema Bekanntsein in der Online-Welt. Das vor allem damit zusammenhängt, dass wir seit Juni 2020 strategischer Partner von Google sind im Bereich Google My Business. Ihr seht hier oben in dem linken Quadranten eine Vielzahl von Kanälen an Marketingmöglichkeiten, die ich heute nutzen kann, um meine Produkte, um meine Dienstleistung draußen im Markt bekannt zu machen. Ganz klassisch, oder? Das kennen die meisten noch, mit Flyern, Werbeanzeigen in Zeitungen, in regionalen Blättern. Dann seit einigen Jahren natürlich vor allem die Online-Kanäle. Was mache ich auf Google? Wie bin ich auf Google präsent? Wie sieht mein Eintrag auf Facebook aus? Nutze ich Facebook zur Interaktion mit meinen Kunden? Überlege ich mir als Unternehmen, dass ich via Newsletter meine Kunden anspreche? Also dort kommen eine ganze Reihe an Challenges und an Herausforderungen auf mich zu. Das Bild soll das eigentlich nochmal verdeutlichen. Häufig weiß ich, wie ich ein Möbelstück gut schreine, was ich dort rausholen kann, was mein Kunde dort möchte, und dementsprechend gehe ich den Kundenwünschen nach und präsentiere ihnen hoffentlich am Ende ein tolles Möbelstück, was ich ihm verkaufe. Wie ich aber das quasi diese Dienstleistung im Internet, in der Online-Welt promote, das fällt vielen unserer Kunden dann häufig schwer. Also ich weiß, inzwischen schaut jeder quasi online im Vorfeld, trifft Kaufentscheide online, aber ich weiß nicht so recht wie. Dann die Frage der Kanalwahl. Muss ich auf Google sein? Muss ich auf Facebook sein? Wie wichtig ist inzwischen Instagram? Wie gehe ich mit Bewertungen um, die draußen im Netz passieren? Hinter all diesen Tools stehen quasi Anwenderoberflächen. Ich brauche einen Login, ich brauche einen Account und ich muss mich mit diesen Tools auseinandersetzen. Das bedeutet wiederum, ich muss Zeit investieren oder ich muss mir Fachkräfte an Bord holen, die das für mich machen, was einen Kostenfaktor zur Folge hat. Wie heute Morgen gehört, Clara als digitaler Assistent möchte eben nicht nur die Administration vereinfachen, sondern auch die ganze Online-Vermarktung von einem Unternehmen. In unserer Vision gehen wir so weit, dass wir möglichst in Zukunft auch das Thema Marketing-Automatisierung für den KMU ermöglichen. Hierzu ein kurzer Film.
Man könnte also sagen, mach nicht nur dein Büro einfach, sondern mach deine Vermarktung mit Clara einfach. Welche Relevanz nimmt heutzutage eine gute Online-Präsenz für mich als Unternehmen ein? Die Zahlen, die hier stehen auf dem Slide, die erstaunen wahrscheinlich nicht weiter groß. 70% eurer Kunden informieren sich vor einer Kaufabsicht online. Davon 75%, drei Viertel sind dabei auf einem Smartphone oder auf einem Tablet unterwegs. Was heißt das oder was bedeutet das? Das bedeutet ganz zentral, dass ich mir überlegen muss, sind meine Informationen als Unternehmen auch mobile tauglich? Also ist meine Webseite, wenn sie über ein Smartphone aufgerufen wird, auch für das Smartphone optimiert? Dann, wenn man Richtung Google schaut, also der klassische Google My Business Eintrag, das ist der Eintrag, den ihr auf Google Maps findet oder wenn ihr in Google ein Unternehmen sucht, eine Dienstleistung, wenn der gefüllt ist, dann verspricht euch Google hier siebenmal mehr Besucher in eurem Ladengeschäft. Letztendlich geht es darum, Vertrauen beim Konsument aufzubauen. Was man hier sieht, ist quasi, dass fast 70% sich im Vorfeld online informieren, Informationen validieren, die dazu führen, letztendlich den Kaufentscheid zu untermauern und zu belegen. Wie wichtig sind dort bei die ganzen Kanäle? Wenn man sich selbst anschaut, ich selbst bin leidenschaftlicher Biker. Wenn ich mir überlege, ein neues Bike oder stehe gerade vor dem Kaufentscheid, mir ein neues E-Bike anzuschaffen, also vom klassischen Bike in Richtung E-Bike zu gehen, dann höre ich mich auf der einen Seite natürlich im Freundes- und Kollegenkreis um. Also wenn ich im Büro bin, momentan vor allem natürlich im Homeoffice, aber dann spreche ich auch natürlich mit Kollegen drüber, was würden sie mir empfehlen, andere Biker, die mir sowas erzählen. Und dann daneben ist natürlich für mich inzwischen ganz wichtig geworden YouTube als Kanal. Auf YouTube findet ihr eine Reihe von Produktvideos, Testvideos, anderen Stimmen, die euch helfen quasi, einen Kaufentscheid mitzufällen. Auch ein Thema, wenn ich dann so langsam Richtung dem Unternehmen gelange, für welches ich mich entschieden habe oder dem Produkt im Unternehmen, dann überlege ich mir, was sind dort Bewertungen gewesen auf Google. Ich schaue mir die Bewertung an, was haben andere über das Unternehmen, über das Produkt erzählt und daraus bilde ich mir eine Meinung. Der eigentliche Produktauftritt, die Webseite an sich, ist dort eher drittrangig. Was passiert, wenn ich auf so einen Google-Eintrag komme oder auf eine Webseite, die quasi mir gewisse Erwartungen suggeriert und ich dann in den Laden laufe und einerseits vielleicht vor der verschlossenen Tür stehe, weil die Öffnungszeiten nicht gestimmt haben, oder aber das Produkt, was online dastand, wäre verfügbar im Ladengeschäft, gar nicht da ist. Es löst Frust auf und verantwortlich dafür mache ich quasi den Laden bzw. das Unternehmen, was das geclaimt hat. In dem Ganzen für eine entsprechende erfolgreiche Online-Präsenz sehe ich drei zentrale Erfolgsfaktoren, die hier sehr wichtig sind. Das eine ist das Thema Datenkonsistent, die Aktualität meiner Unternehmens- und Produktdaten und die Krönung davon, die Interaktion mit meinem Kunden. In den nächsten Minuten zeige ich euch gerne auf, was ich damit meine. Wenn man anschaut, wir haben vorhin gesehen, es gibt verschiedenste Kanäle draußen. Google, Facebook, Instagram, vielleicht meine Webseite, Mobile Apps. Dort informieren sich unsere Kunden. Wenn die Daten dort quasi nur rudimentär ausgefüllt sind oder vielleicht gar nicht vorzufinden sind, was ihr hier seht, ist quasi das Beispiel von Google, wenn zum Beispiel die Telefonnummer gar nicht aufgeführt ist, dann stärkt das nicht unbedingt das Vertrauen in das Unternehmen. Also es ist extremst wichtig, dass ich mit aktuellen Daten über alle Kanäle, wo ich auffindbar bin, korrekt bin und dass diese Daten konsistent sind. Was man hier sieht aus dieser Marktstudie raus, dass es um 50% die Kaufabsicht des Konsumenten steigert. Der andere Aspekt ist die Aktualität.
Was bringt es mir, wenn ich quasi ein schönes Google My Business Profil ausgefüllt habe, eine wunderschöne Webseite mit ganz viel Information zu meinen Produkten, aber wenn ich die vor 2 Jahren abgefüllt habe und zum Beispiel diese Produkte gar nicht mehr bei mir führe, diese Dienstleistung gar nicht mehr anbiete, dann ist das auch wiederum nicht, trägt nicht zum Vertrauen bei und führt zu einem Frust auf der Konsumentenseite. 54% aller Personen, die über Internet suchen, über Google suchen, interessieren sich für die Öffnungszeiten. Eben vorhin das Beispiel, wenn die Öffnungszeiten, wenn im Ladengeschäft steht oder im Internet steht, ich habe geöffnet, ich dann extra zu dem Laden fahre, zu dem Bike Store fahre und aufgrund Feiertag oder so, der dort geschlossen hat und ich dann vor der verschlossenen Tür stehe, dann weiß ich nicht, ob ich zu diesem Laden nochmal gehe. Die Krönung davon, und dort wird es dann, wo wir dann auch in der Vision von Clara weitergehen wollen, ist die Interaktion mit dem Kunden. Also wie schaffe ich es, nicht nur aktuelle, konsistente Daten bereitzustellen, sondern wie kann ich auch quasi wirklich in eine Interaktion mit der Kundschaft treten, zeigen, dass eine gewisse Dynamik hinter dem Unternehmen steht, Angebote zu präsentieren. Eine Bike-Ausstellung oder wenn wir jetzt Richtung hoffentlich bald startender Skisaison denken, ein Skitesting am Wochenende, dann habe ich inzwischen über die Online-Kanäle verschiedenste Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Und ich möchte euch gerne jetzt in den nächsten Minuten aufzeigen, wie das in Clara möglich ist, sodass, wenn ihr vor der Ladentür steht, es nicht heißt geschlossen wegen Feiertag, sondern yes, we are open. Hierzu springe ich quasi kurz in die Kommandozentrale von Clara im Bereich Online. Ich logge mich ein. Ich wähle jetzt hier stellvertretend ein Beratungsunternehmen aus, das ist die Firma Digital Now. Wir haben hier den Menüpunkt Online. Das ist quasi mein zentrales Dashboard, wo ich alle meine Online-Aktivitäten steuern kann. Sei es meine Grunddaten als Firma, das ist quasi dieser Widget-Bereich. Ich komme gerade im Detail drauf, was das bedeutet. Wir hatten heute Morgen beim Renato im Vortrag gesehen, der ganze Bereich News, wie eine Art Mini-Kampagnenmanagement, über den ich Angebote, Promotionen, Events zu den Kunden kommunizieren kann. Und letztendlich die Verknüpfung mit den sozialen Medien. Ihr seht hier den Bereich Google und seht hier als grün verbunden. Also ich bin hier mit meiner Firma über Clara direkt mit Google verbunden. Ich zeige gleich auf, was das bedeutet. Daneben, wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, dass wir das Gleiche mit Facebook ermöglichen, sodass ich auch, wenn ich Kampagnen fahre, die nicht nur über Google ausspielen kann, sondern auch über Facebook. Wenn man einen Schritt weiter denkt, heute Morgen wurde das Artikelmanagement in Clara präsentiert, also die Möglichkeit, meine Artikel, die ich auf Clara führe, kombiniert mit einem Warenwirtschaftssystem, dass ich sie online verkaufen kann über einen Online-Shop, das heißt, es ist mein eigener Kanal. Wenn ihr aber an Google Shopping denkt, die Möglichkeit, wenn jemand, wir waren bei dem Beispiel Bike oder einen neuen Ski sucht, also den Head-Ski, Freeride-Ski sucht in der Google-Suche, dann kommen manchmal oben quasi direkt Produkte, die man kaufen kann. Stellt euch also vor, dass ihr durch die Verbindung zwischen Clara und Google zukünftig auch Produkte direkt via Google verkaufbar machen könnt. Wenn man dann Richtung eigene Kanäle geht, dann kommt ein ganz neues Produkt. Das ist quasi heute die Premiere. Ich bin gespannt, ob alles wirklich astrein funktioniert. Wir haben das gestern live geschaltet. Das ist die Clara-Webseite. Die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Minuten sich eine eigene Webseite zu erstellen, die Webseite so aufzubauen, wie ich sie möchte, wie sie für mein Geschäft passt. Ich würde gerne mit dieser Webseite starten, um euch einen Eindruck zu geben, was ist dort alles möglich. Wir haben hier den Grundaufbau des Website-Moduls in Clara. Ihr seht hier auf der linken Seite verschiedenste Möglichkeiten, was ich auf der Webseite präsentieren kann.
Wir haben generelle Grundeinstellung unter dem Bereich allgemeine Einstellung. Wir hatten heute Morgen schon gesehen, dass Clara mit Clara Pay die Möglichkeit bietet, für einen Online-Shop auch Kreditkartenzahlungen etc. zu ermöglichen. Also hier habe ich die Möglichkeit, das zu aktivieren. Wir haben aktive Website-Module, die sind momentan quasi live geschaltet. Ihr seht hier oben, deine Clara-Webseite ist jetzt online. Ich könnte sie auch offline schalten, dann wäre sie draußen in der Welt, in der Internetwelt nicht verfügbar. Ich habe weitere Module hier drauf, zum Beispiel eine Angebotsdarstellung, zeige ich euch gleich. Den Bereich News, ein Kontaktformular, weil es natürlich entsprechend wichtig ist oder sehr zentral für mich ist, dass ich auch via Internet mit meinem Unternehmen Kontakt aufgenommen werden kann. Dann seht ihr hier auf der Seite weiter verfügbare Website-Module. Was ich hier sehe, ich hätte die Möglichkeit, ich habe vorhin vom Artikelmanagement gesprochen, ich bin jetzt der Bike Shop nochmal, ich habe die neuen Bike-Modelle bekommen, ich habe sie in meinem Artikelmanagement auf Clara geführt. Ich verkaufe diese Artikel via Clara Kasse, aber ich kann auch auf Knopfdruck entscheiden, dass die Artikel in meiner Webseite, in meinem Online-Shop ersichtlich werden. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich nicht nur einen Standort habe, also nicht nur eine Filiale, sondern mehrere Filialen. Dann bietet mir natürlich Clara die Möglichkeit, hier auch mehrere Geschäfte auf dieser Webseite abzubilden. Wir haben Impressionen, Videos, um die Webseite entsprechend dynamisch zu gestalten etc. Das werde ich gleich live zeigen. Bevor wir dazu kommen, wir sind auch seit August diesen Jahres Partner vom Coiffeur Suisse Verband der Schweiz und haben quasi für den Coiffeur Suisse Verband auch die Online-Terminbuchung neu aufgebaut, also die Möglichkeit über meine Webseite zukünftig auch verlinkt über meinen Google My Business Account Termine online ausschreibbar zu machen. Was ihr hier seht, ist quasi bei der Terminbuchung quasi so ein grünes Icon. Das bedeutet, die Terminbuchung ist noch nicht verfügbar. Wenn ich da drauf klicke, lande ich quasi in diesem Widget Store, also in unserem In-App Store in Clara, der mir aufzeigt, dass die Clara Online-Terminbuchung, ihr habt hier eine kurze Beschreibung, um was es geht. Ihr habt hier die Preise, also die Terminbuchung kostet ab 39 Franken. Ihr habt natürlich die Geschäftsbedingungen von Clara hinterlegt. Wenn ich diese aktiviere, kann ich quasi die Clara Online-Terminbuchung für einen monatlichen Preis oder eine monatliche Verrechnung buchen oder für eine jährliche Verrechnung. Da wir hier quasi in der Premiere sind, gebe ich an der Stelle für die Zuhörer, die jetzt momentan dabei sind, einen entsprechenden Promocode mit. Der ermöglicht euch, über die nächsten 6 Monate die verschiedenen Online-Produkte, die wir anbieten, zum halben Preis zu beziehen. Also derjenige, der vor sich einen Stift oder einen Block liegen hat, der kann sich das notieren. Der Promocode heißt Online-Boost. 21, jetzt muss ich hier nur mal raus. Ihr seht damit, mit diesem Promocode hat sich der Preis halbiert und wenn ihr die monatliche Verrechnung wählt, zahlt ihr nur noch für die Terminbuchung 19,50 Franken. Ich kaufe die jetzt beispielhaft, kann zurückgehen in meinen Online-Bereich, wo wir vorhin waren. Ihr seht die Online-Terminbuchung, der grüne Bubble, das grüne Pluszeichen, ist verschwunden und ich käme jetzt in die Möglichkeit, die Terminbuchung, weil ich ein Beratungsunternehmen bin, auf meiner Webseite mit zu integrieren. Und wenn ich sie entsprechend konfiguriere, würde dann auch auf meiner Webseite die Terminbuchung erscheinen. Um ins Detail der Webseite einzusteigen, warum aus unserer Optik ist die Webseite einzigartig? Das eine ist, wir gehen nicht hin und sagen, wir stellen unseren Kunden eine zig Auswahl an Templates, an verschiedenen Website-Templates zur Verfügung. Clara geht dort einen anderen Weg. Wir haben hier ein Logo, das Logo der Firma hochgeladen. Was Clara mit diesem Logo macht, es untersucht quasi das Farbschemata des Logos und entsprechend wird vorgeschlagen, wie die Webseite quasi daherkommt, mit welchen Farbtönen.
Ich kann das übersteuern. Ich könnte hier diesen Pinkton setzen. Ich kann individuelle Farbcodes setzen. Ich kann das Ganze mit einem schwarzen Hintergrund machen. Die Titel, die CTAs als grau markieren. Grundsätzlich gefällt mir hier der weiße Hintergrund besser. Ich habe die Möglichkeit, die Typografie zu setzen. Momentan fahre ich mal mit dem. Wir haben heute Morgen schon gesehen im Bereich Artikelmanagement, dass Clara es auch ermöglicht, mit einem ganz einfachen Widget Artikel mehrsprachig zu präsentieren, zu übersetzen. Für viele, gerade in der Schweiz, ist es wichtig, dass ich meine Webseite auch mehrsprachig anbiete. Ich setze hier noch den Haken auf Französisch. Ich kann hier noch gewisse Grundeinstellungen machen, wo mein Logo ist, ob ich noch Firmennamen mit anzeigen möchte etc. Ich speichere das Ganze. Wenn ich jetzt da drauf gehe und mal auf Live ansehen schaue, dann seht ihr hier auf einen Blick quasi die Webseite, die ich mir innerhalb von wenigen Minuten generiert habe. Wenn ich die nehme, kleiner ziehe, dann merkt ihr auch, sie passt sich quasi der Größe an, also sie ist voll mobile-tauglich, Smartphone und etc. Ihr seht hier die Möglichkeit der Sprachwahl. Ich habe jetzt hier schon durch Clara mir die Texte übersetzen lassen. Und ihr seht unten quasi den Bereich News, auf dem ich dann im nächsten Schritt noch eingehe. Kurz noch dazu, wichtig ist ja auch, ich hatte vorhin gesagt, dass die Webseite eine gewisse Dynamik, Interaktion mit dem Aktualität symbolisiert. Ihr habt die Variante, hier Videos, Bildergalerien etc. aufzuschalten. Wenn ich mal diesen Bereich Impressionen hier mit oben einfüge, jetzt habe ich hier schon ein paar Bilder hochgeladen im Bereich Impressionen. Wenn ich das speichere und wieder auf die Webseite gehe, um das live anzusehen, dann hat sich meine Webseite hier unten geändert und es zeigt mir Bilder über mein Ladengeschäft, über die neuen Velomodelle, über meine Möbel, die ich schreine, bis hin, dass ich eben auch Videos integrieren kann. Wenn man diesen Bereich verlässt und zurückgeht quasi auf unser Online-Marketing-Dashboard, dann hatte ich als einen zentralen Erfolgsfaktor auch die Kommunikation mit unseren Kunden erwähnt. Clara ist dort den Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, wir führen so eine Art Mini-Kampagnen-Management-System ein. Großfirmen kennen das, kann über Systeme Kampagnen fahren, zeitlich getaktet etc. Wir nennen das Online-News, das ist quasi die Möglichkeit, ich gehe hier schnell rein, kann diesen Bereich editieren. Eine Newsmeldung, eine Ankündigung von einem Projekt etc., einen Event, ein möglich vielleicht einen Coupon oder einen speziellen Deal oder wenn ich ein Coiffeur bin und ich habe immer freitags von 11 bis 14 Uhr vielleicht irgendwie ein Loch in meiner Terminplanung, dass ich sage, hier mache ich quasi ein Angebot 20% günstiger oder whatever. Clara sorgt mit dem Instrument dafür, dass diese Meldung auf einen Klick quasi auf der Clara-Webseite erscheint. Das zeige ich nachher. Auf Clara-Regional, das ist quasi ein zentraler Marktplatz, und auf dem Regio-App von Clara, was wir heute Morgen gesehen haben. Ich kann hier die Texte eingeben, ich kann das Datum setzen und dann auf Speichern drücken. Und je nach Timing, was ich gesetzt habe, geht die Kampagne live. Last but not least, ich habe hier den Bereich Google. Ich hatte eingangs erwähnt, ich habe Google verknüpft mit meinem Google My Business Eintrag. Google lässt es zu, der eine oder andere, der das kennt, der mit seinem Unternehmen auf Google präsent ist, muss eigentlich so einen Authentifizierungsprozess auf Seite Google durchlaufen. Google hat es akzeptiert, dass der Authentifizierungsprozess von Clara genutzt wird, sodass ihr quasi auf Google euch nicht noch erneut verifizieren müsst. Ihr könnt hier über die Einstellung einstellen, ob quasi nur die Bilder, das Logo, der Unternehmenstext, eure Öffnungszeiten, spezielle Öffnungszeiten, beispielsweise wenn morgen ein Feiertag ist oder wenn jetzt
die Weihnachtszeit kommt und spezielle Feiertage anstehen, dass ich die synchronisiere mit Google. Und ihr könnt genauso hier einstellen, dass meine Newsmeldungen, die ich euch gerade gezeigt habe, auch auf Google erscheinen und über Google publiziert werden. Aufgrund, dass ich da etwas verspätet gestartet bin, würde ich hier zurückgehen und die Demo beenden und freue mich noch, gewisse Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Die Fragen hat meine Kollegin Stefanie Cattavello aus dem Produktmanagement von Clara zusammengefasst. Danke Jens für den spannenden Vortrag. Ja, ich würde gerne ein paar Fragen stellen, die sicher von Interesse sind für unsere Zuschauer. Wie fangen wir überhaupt damit an? Gibt es irgendeine Hilfestellung? Grundsätzlich, da wir hier von Online-Buch sprechen, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, mit diesem Bereich auch bei Clara zu starten. Wir bieten Online-Hilfestellung, also klassische FAQs, Support-Seiten, wo ihr Informationen findet. Wir setzen sehr stark auf Erklärvideos, auf Videounterstützung. Und in Clara selbst gibt es sogenannte Onboarding-Seiten, wo schrittweise erklärt wird, wie man das macht. Und für denjenigen, der immer noch unsicher ist, bieten wir die Möglichkeit von einem Coach, also einen Coach, den ihr kostenpflichtig buchen könnt, der euch dann hilft, quasi bei diesen Themen das aufzusetzen, aber auch später vielleicht Kampagnen über Clara zu fahren. Danke vielmals. Und zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Kannst du schon etwas sagen? Was sind die nächsten Entwicklungen? Was können wir erwarten? Gut, ich habe im Laufe der Präsentation schon gesagt, wir sind dran, mit Google das ganze Thema Google Shopping zu verknüpfen. Wir sind an der Facebook-Integration, sodass nicht nur Google als Kanal möglich wird, sondern auch Facebook und Instagram. Es ist ganz wichtig in der Kooperation mit dem Coiffeur Swiss Verband und unserer Terminbuchung, dass wir die Termine also online verfügbar machen, direkt über den Google My Business Eintrag. Und last but not least, das ganze Thema Ratings und Reviews, was ich eingangs erwähnt habe, was einen sehr hohen Stellenwert hat, dass ich also in Clara sehe, wenn draußen auf Google oder Facebook eine Bewertung passiert ist, dass mir Clara sagt, du hast eine neue Bewertung, darf ich entsprechend auf die Bewertung reagieren. Sehr gut. Danke vielmals, Jens. Gut. Ich switche zurück in den Bereich des Programms und darf euch ankündigen, es geht gleich weiter im Nachbarraum mit der Session 3 vom Roger Niefeller und hier in dem Saal, also wenn ihr auf diesem Stream bleibt, mit dem Thema E-Post vom Adrian Rentsch, der euch aufzeigt, in welche Richtung wir noch im Bereich Konsumenten weitergehen. Vielen Dank. Danke. Herzlich willkommen euch allen zu der nächsten Session am heutigen Clara Experience Day. Mein Name ist Adrian Rentsch und ich freue mich sehr, euch jetzt die Zukunft von Clara ein bisschen näher zu bringen. Und im 2020 ist etwas passiert und die Veränderung, die hat grossen Einfluss auf die Zukunft von Clara. Aber was ist denn passiert? Wir haben es eingangs von Renata schon gehört. Im Oktober hat die Schweizerische Post die Mehrheit der Clara Business AG übernommen. Und das stärkt natürlich die heutige Position, das heutige Produktportfolio von der Clara in den KMU-Bereichen. Und auf das möchte ich kurz noch einmal eingehen. Jetzt, das ist aber noch nicht alles. Durch die engere Zusammenarbeit wird Clara neue Produkte können lancieren. Und wir werden auch ganze Marktfelder können bewirtschaften und ein zusätzliches Ökosystem aufbauen. Und auch da möchte ich 2-3 Insights geben, in welche Richtung das etwa so geht. Das sind vor allem visionäre Themen. Mit dabei bei mir ist auch der Hans-Peter Oduner, betreut den Chat. Er wird dann später zu einem kurzen Interview daherkommen, hat selber ein paar Fragen, wie sich so von einem Interview gehört, und nimmt sicher sehr gerne nachher auch noch Fragen von euch aus dem Publikum mit. Das dann gegen das Ende der Session. Ich würde jetzt aber sagen, fangen wir doch gerade an. Best of both worlds steht dort. Das ist das Motto von dieser Mehrheitsübernahme auf der Schweizerische Post oder Clara Business AG.
Post war so seit Anbeginn Investorin, Aktionärin von der Clara. Und im 2020 ist man sich einig geworden, dass sie die Mehrheit übernehmen mit 50,1%. Und dabei machen wir im Sinn des Joint Venture und gemeinsamen Projekt Digitalisierung in der Schweiz entscheidend vorwärts bringen in den nächsten Jahren. Und Best of Both Worlds in diesem Zusammenhang heisst, die Stärken von beiden Firmen bestmöglich zu kombinieren. Das ist einerseits Clara Business AG. Mit schlanken Strukturen ist es ihr möglich, auf Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse direkt einzugehen. Und auf der anderen Seite ist da die Schweizerische Post. Sie genießt bei der Schweizer Bevölkerung und Wirtschaft eine sehr grosse Reichweite und vor allem auch sehr grosses Vertrauen. Als neutrale Intermediärin im Transport von Waren, Informationen, Wert und auch Menschen sorgt sie für Fairness im Aufbau von neuen Ökosystemen. Und genau so Ökosystem wollen wir ja neu zusammen kreieren. Und so haben wir die Möglichkeit, die digitale Schweiz so richtig in Bewegung zu bringen in den nächsten Jahren. Und Bewegung ist in diesem Zusammenhang genau das richtige Stichwort. Schauen wir mal den Motor für eine moderne Schweiz ein bisschen genauer an. Ein paar Leistungszahlen von diesem Motor von der Schweizerischen Post. Auf der Post-Webseite heute 2,6 Millionen Accounts von Privatpersonen sind dort unterwegs. 30 Millionen Accounts von, das wäre dann gerade ein bisschen viel, 300'000 Accounts von Geschäftskunden und zusammen produzieren sie über 50 Millionen Logins. Das ist also eine Rechtbewegung drauf auf der Webseite post.ch. Doch was machen die eigentlich? Die bestellen Webstamp, die verschicken Postkarten und sie steuern vor allem auch Sendungen. Sendungen, die unter anderem sind Päckchen fast 150 Millionen im 2019. Und davon, dass ihr euch vorstellen, was Steuern heisst, 70'000 Päckchen pro Woche werden mit einem Auftrag versehen. Ein Auftrag heisst nicht zum Beispiel, man kann wählen, an welchem Tag es geliefert werden soll oder an welchem Ort. Und last but not least, tut Posto Briefe, adressierte Briefe verarbeiten, 1,8 Milliarden pro Jahr. Und darunter sind vielfach auch wichtige Informationen, die Banken, Versicherungen oder Behörden ihren Kunden auch zuschicken. Solche wichtige Informationen später auch mehr dazu. Und heute sind viele von diesen Informationen noch physisch und es ist nicht auszuschliessen, respektive die Markttrends zeigen, dass immer mehr von solchen Informationen auch digital abgewickelt werden. Das waren jetzt ein paar Zahlen zu dem Motor für eine moderne Schweiz. Das ist auch der Motor für die neue Clara. Und weil Clara gehört eben seit Ende 2020 zur Schweizerischen Post dazu. Motor für eine moderne Schweiz, Film ab, bitte. Besonderes entsteht, wenn man sich auf das Wesentliche fokussieren kann. Dazu brauchen Menschen und Unternehmen größtmöglichen Freiraum. Wir bei der Post schaffen diesen Freiraum, indem wir bewegen. Waren, Informationen, Werte und Menschen. Wir bewegen die Schweiz mit vertrauenswürdigen Leistungen in der physischen und digitalen Welt. Zu Hause, in der Freizeit und beim Arbeiten. Auf dem Land und in der Stadt. Jederzeit und über alle Grenzen hinweg. Damit sich die Schweiz auch in Zukunft auf das konzentrieren kann, was ihr am Herzen liegt. Dank der Schweizerischen Post. Dem Motor für eine moderne Schweiz. Clara wird also zum Motor für eine moderne Schweiz im Bereich von digitalen KMU-Lösungen. Doch was sind digitale KMU-Lösungen? Und das im Eingangsreferat vom heutigen Tag von Renato schon erwähnt. Haarschneiden kann Clara nicht, aber wir können helfen, den Kreis in dieser Bewegung zu behalten. Den Kreis um ein Coiffeur-Geschäft um hier. Bestehend aus Bekanntsein, Verkaufen, Administrieren, Kunden bin als Aufgaben, die irgendwie mit dazugehören, wenn man ein Geschäft hat. Das Coiffeur-Geschäft hier hat die kostenlosen Module Lohn, Buchhaltung und CRM gelöst, plus neben bedarfsgerecht noch die Kostenpflichtigen dazu. Vielfach ist es ja so, dass so kleine Unternehmen nicht die notwendigen Ressourcen haben, um eigene IT-Fachkraft anzustellen, die sich dann um die Infrastruktur kümmert, etwas, was heute einfach auch dazugehört. Und deshalb hilft hier Clara mit ihren digitalen Lösungen, weil entlang vom Bedürfnis des Coiffeur-Geschäfts kann es jetzt
aus diesen vier Bereichen die Module auswählen, die es effektiv auch braucht. Für die rund 1600 Franken pro Jahr ist alles abgedeckt. Das zweite Beispiel ist der Maler Gipser. Er hat weitergehende Bedürfnisse, hat durch das nachher auch einen Clara Coach zu Rate genommen. Ihm hat geholfen, die richtigen Konfigurationen zu machen, dass eben der Motor richtig in Bewegung ist, der Kreis um sein Geschäft herum. Und für total rund 2750 Franken hat auch er alles mit dabei, was er braucht. Und was kann er eben? Er kann sich dann effektiv auf sein Kerngeschäft auch konzentrieren. Zusammen mit der Post wird jetzt Clara hier weitere Funktionalitäten entwickeln und das Angebotsportfolio für Schweizer KMU ausbauen. Und denkbar ist vor allem auch im Bereich E-Commerce in Kombination mit der Webseite, die wir gesehen haben, mit den Online-Shops, die da existieren, eine tiefere Integration bei Logistikthemen herzukommen. Dort verschmelzen eben genau im Sinne einer Verlängerung von einer Lieferkette die beiden Kompetenzen, das Best of Both Worlds. Das stärkt die Position und macht das Angebot noch so attraktiver. Gut, das ist aber nicht alles. Es gibt schon noch Neues 2021. Clara wird drei neue Produkte lancieren für Privatkunden und Haushalt. Und die drei neuen Produkte sind die hier, die ihr seht auf der Folie. Das ist der sichere Nachrichtenverkehr, der digitale Briefkasten. Es geht uns doch allen so, wenn wir daheim unsere Büroarbeit erledigen, wir bekommen Informationen von jensten Kanälen. Das sind Briefe, das sind E-Mails, das sind Dokumente, die wir vom Portal gegeben haben. Es sind nicht nur ein Portal, sondern es sind verschiedene Versicherungen, es sind Behörden und Banken. Überall liegen die Dokumente umeinander. Wir wollen hier mit dem sicheren Nachrichtenverkehr, mit dem digitalen Briefkasten einen Ort schaffen, Werkzeuge der Privatpersonen und Haushalte in die Hände legen, wo sie möglichst einfach die Informationen zusammensammeln können und an einen Punkt bringen. Die Verzettelung soll aufhören. Jetzt ist es ja schön und gut und recht. Jetzt haben wir mal alles an einem Ort. Was macht man jetzt damit? Und darum ist das zweite Produkt, das wir werden lancieren, ist der intelligente Bürotisch. Schlussendlich geht es ja darum, in den Haufen ein bisschen Ordnung zu bringen, die Sachen auch zu erledigen, Rechnungen zu zahlen, anderen Fragen Antwort zu geben, die da gestellt wurden. Und da wird die künstliche Intelligenz, die Clara heute schon kennt, sicher auch helfen, dort Ordnung reinzubringen oder eben auch möglichst viel daraus zu automatisieren. Und am Schluss, jetzt haben wir die Informationen gesammelt, wir haben sie geordnet, wir haben sie erledigt und jetzt wollen wir das ja vielfach nachher auch ablegen, um es später wieder zu brauchen. Und das soll die interaktive Ablage helfen. Ablegen. Unterstützung am richtigen Ort, das möglichst schnell dann wiederfinden. Das ist sicher manchmal auch nicht einfach. Und dann natürlich wieder verwenden und weiterleiten. Und dann möchte ich ein Beispiel machen. Stell dich mal vor, respektive hat sicher auch daheim irgendwo Bücher gestellt, dort drin sind die Bundesordner. Und dann hat er da so einen Stapel Papier, das Post, das er gemacht hat. Und jetzt schmeißt er das einfach an das Regal her. Und jetzt mit dem intelligenten Bürotisch, mit der interaktiven Ablage, das geht nachher genau an den richtigen Ort, in die richtigen Bundesordner. Und dann müsst ihr Steuererklärung machen, Ende Jahr klatscht ihr zweimal in die Hänge und die Informationen kommen wieder zurück, und zwar genau die ihr braucht, für die Steuererklärung auszufüllen. Das ist so das Sinnbild, das wir hier meinen mit dem sicheren Nachrichtenverkehr, mit dem intelligenten Bürotisch und der interaktiven Ablage. Voilà. Und das ist noch nicht alles. Jetzt nehmen wir die drei Produkte, machen sie in Hosentaschenformat und lancieren im 2021 Clara MyLife. Macht dein Leben einfach. Clara MyLife dabei ist ein digitaler Assistent, auch in diesem Hosentaschenformat. Er organisiert das private Leben, er ordnet, speichert, erinnert und visualisiert mit einem Login all meine Interaktionen, die da passieren. Er garantiert mir auch Privatsphäre und automatisiert nach meinen Wünschen das, was ich mich einfach nicht darum kümmern will, sondern einfach so passieren soll. Das klingt schon nach viel Vereinfachung. Die Frage ist, geht es denn noch einfacher? Selbstverständlich geht es noch einfacher. Weil aufmerksame Zuhörer haben ja gehört, dass wir nicht nur MyLife als App machen, sondern wir wollen auch ein ganz neues Ökosystem aufbauen und kreieren. Ein Ökosystem bestehend aus Banken, Versicherungen, Behörden und noch viele weitere Unternehmen. Und das Ökosystem verbinden wir dann mit dem intelligenten Bürotisch, mit dem digitalen Briefkasten. Und das heisst, ich muss nicht mehr selber alles sammeln,
sondern es kommt automatisch aus dem Ökosystem in die Interaktion mit dem, was ich machen will, und automatisch auch in die Interaktion bei den Geschäften und bei den Unternehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich hier beschreibe, ist die Kommunikation zwischen Unternehmen, Behörden mit ihren Kunden. Und das ist B2C-Kommunikation. Und genau diese Kommunikation werden wir in den nächsten Jahren in der Schweiz revolutionieren, auf den Kopf stellen. Das wird in Zukunft anders gehen. Ja, was heisst das, revolutionieren? Das ist ein Anspruch, den man sich selber stellt. Und ich würde dort gerne ein Beispiel machen, was bei uns bei Clara das würde bedeuten, das Revolutionieren. Und im Bereich Kommunikation ist in der Vergangenheit ein Teil wirklich revolutioniert worden, und das ist C2C-Kommunikation, also wie die Menschen zusammen reden, zusammen interagieren. Stichwort hier sind Social-Media-Plattformen. Und in der letzten Dekade ist dort in der C2C-Kommunikation unter dem Stichwort sehr viel passiert. 2004 sind die ersten sozialen Netzwerke gekommen. 2009 war der Anfang vom Ende vom SMS. 2010 sind auch zu den Texten Netzwerke gekommen, die Bilder haben, Geschichten erzählt. 2011 ist, wer es nicht kennt, mal danach suchen, ist der Beginn von einer beispiellosen digitalen Vernetzung zwischen Menschen im asiatischen Raum. Und 2016 kommt schon bereits die nächste Generation von Social-Media-Plattformen daher, von sozialen Netzwerken, und die fokussiert sich explizit auf junge Menschen. Also da geht extrem viel, und zusammenfassend kann man sagen, dass eben in den letzten 10 bis 15 Jahren wirklich alles in der C2C-Kommunikation auf den Kopf gestellt wurde. Also es ist nicht mehr es ist heute nicht mehr so, wie es vorher war. Und genau eine solche Revolution, eine solche Veränderung möchten wir auch erreichen bis 2030. Eine solche Revolution in der B2C-Kommunikation. Ansprüche, das ist ja riesig. Ja, das ist riesig. Aber es zeigt auch die DNA von Clara. Wir gehen mit Passion, wir gehen mit Leidenschaft hinter solchen Themen, und wir setzen uns wirklich grosse Ziele. Und es ist auch das, was uns tagtäglich motiviert, das Beste zu geben. Und das hier in unserem Fall, im Clara MyLife, ist die B2C-Kommunikation wirklich auf ein nächstes Level zu bringen in der Schweiz. Jetzt noch ein bisschen Realitätsabgleich, noch ein bisschen Bödeli holen. Oder warum gelingt uns das? Warum sind wir überzeugt, dass das wirklich auch gelingt? Und dann ist es so, dass in den letzten 5 Jahren Post mit ihren E-Postlösungen sich intensiv mit der B2C-Kommunikation auseinandergesetzt hat. Also hat man sehr viele Erfahrungen können sammeln. Man hat Marktentwicklungen gemacht. Man hat auch Produkte und Angebote gehabt. Und ebenso haben wir bei Clara viel Forschung betrieben, alles rund um das Büro vereinfachen. Und am Ende des Tages geht es in der B2C-Kommunikation genau um das. Und wir haben durch das auch Schmerzpunkte und Bedürfnisse bei beiden Usergruppen oder Kundengruppen herausfinden können. Das sind auf der einen Seite Unternehmen, Behörden. Die wollen ihre digitale Reichweite steigern. Und das ermöglicht ihnen nachher auch prima mal die ganz normalen Kommunikationskosten auch zu senken. Doch am Ende des Tages geht es nicht nur um das. Man stellt sich mal das Potenzial vor, das eine digitale Kommunikation hat, oder einfach unter Anwendung aller Technologien, die wir heute auch kennen. Man stellt sich mal das Potenzial vor, und man stellt sich mal vor, es gelingt nicht so, Potenzial dort zu schliessen und auszuschöpfen. Und wenn man dann dort noch das Kundenerlebnis wirklich, wirklich als Interaktion gestalten, dann steht noch viel, viel mehr, als einfach, ein Unternehmen hat seinem Kunden irgendetwas gesagt. Und die Folgen davon sind eine gesteigerte digitale Kundenbindung. Und noch einmal als Folge davon ist etwas, was wirklich darum geht, in diesem Fall, meiner Meinung nach. Und man hat dann die Chance, als Unternehmen bei seinem Kunden genau im richtigen Moment mit dem genau richtigen Angebot zu erstellt sein. Und das hinterlässt beim Unternehmen wie auch bei den Privatpersonen einfach eine Win-Win-Situation. Und da wir mit MyLife die Kommunikation auch befeuern können, ist es auch für uns nachher eine tolle Geschichte. Das zu den Unternehmen. Jetzt bei den Privatpersonen, grob zusammengefasst, wir haben
hat mal die Frage gestellt, was beschäftigt dich heute, wenn du Büroarbeit machst? Also wenn du dich mit dem Bürotisch beschäftigst, also Bürotisch das Biegeli mit Rechnungen, dann das Handy, das ich muss, im Griff halten muss, natürlich nachher auch Laptop oder so, für all die Sachen zu sichten, zu erledigen. Und die Antwort war, ja, yeah, das mit den Finanzen. Es wäre schon gäbig, wenn ich dort eine einheitliche Sicht habe über alles, was ich besitze und nicht um einzelne Konti oder so. Und das Zweite, was man gesagt hat, man wünscht sich mehr Transparenz in den Gesundheitsinformationen. Jetzt, was meine ich dort? Wenn ich zum Doktor gehe, gibt es eine Rechnung, die zahle ich und die tue ich dann abrechnen mit der Krankenkasse. Dann kommt irgendeine Kostengutsprache zurück. Und das ja, passiert recht viel und das ein bisschen transparenter zu sehen, wann passiert was. Und jetzt ist es wirklich so passiert, wie ich mir das auch vorstelle, dass ich am Schluss das Geld zurückbekomme. Das ist ein grosser Wunsch. Wenn man sich dann auch noch vorstellt, das ist der dritte Punkt, dass das Ganze noch in der Familie passiert, dann macht es einfach noch ein bisschen komplizierter. Weil mein Büro für mich allein ist einfacher, weder wenn ich mich um das Büro von einer Familie kümmere oder von Freunden oder von Bekannten oder von Gruppen. Und das somit ein Element Nummer 3. Zusammengefasst, also es geht um Übersichtskontrolle, es geht um den Wunsch nach einer bequemen Lösung, also es muss sicher einfach einfacher sein als heute, weil heute hat man sich ja grundsätzlich eingerichtet und darum ist dort wirklich wichtig, eine Einfachheit herzubekommen und natürlich der Wunsch nach einer sicheren Lösung, aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Voilà, jetzt habe ich viel gesagt, es waren viele Worte, es ist viel besser, das zu schauen und zu erleben und da möchte ich mir jetzt gerne hergehen. Wie seht ihr die 3 neue Services aus, der sichere Nachrichtenverkehr, der intelligente Bürotisch und der interaktive Ablage. Und da steigen wir ein, im Sinn von Best of Both Worlds, zuerst in digitalen Briefkasten linker Hand, wo ergänzt ist um intelligente Bürotisch und intelligente Ablage. Das ist E-Post, digitale Briefkasten. Und rechter Hand, wenn man dann noch mehr will, in seinem Bürotisch automatisieren, dann ist das klar am MyLife. So im Sinn von, mach deine Post einfach und das andere ist, mach dein Leben einfach. Voilà. Und dann steigen wir da mal ein und ich zeige ein paar Sachen. Jetzt muss ich hier schnell einrichten. Präsentation beenden. So. Gut, stell mir vor, wir sitzen im Zug. Und zwar im Zug, wir fahren von Bern nach Zürich, also typischer Arbeitsheimweg. Und ich werde mal schauen, was auf meinem Bürotisch ist, weil der ist jetzt im Hosensack. Dann nehme ich mein Handy vor und erledige jetzt einfach schnell, was auf meinem Bürotisch liegt. Und ja, es ist typisch in dieser Zeit, oder? Die E-Post-App und die MyLife-App ist auf dem Startscreen von meinem Smartphone, weil ich brauche ja das quasi alltäglich, wie etwas passiert. Also ich hocke jetzt im Zug und ich tue mal das App auf und logge mich ein. Ihr seht hier jetzt den Eingang, den Posteingang, die Digital Letterbox, das Archiv und der Scanner, weil manchmal kommt etwa noch eine Zettel, die ich kurz digitalisieren möchte. Voilà. Und was schon auffällt, hier in meinem Posteingang, dass sie die Nachricht, die ich bekomme, und es ist klar ersichtlich, wer mir die geschickt hat. Also es geht hier vor allem um die Beziehung von dem Unternehmen, der hier dargestellt ist, mit mir als Privatperson. Und das soll immer zuvorderst sein. Es geht also nicht um die App selber, sondern es geht um die Kommunikation, die passiert. Voilà. Also dann habe ich auch klar eine Lohnabrechnung bekommen. Tipptopp, Salary and Taxes, das ist korrekt ausgewählt worden von meinem intelligenten Bürotisch. Dann lege ich das mal ab in Ordner Taxes. Genau. Das ist in der Ordnung und somit ist das erledigt. Das Thema Valiant, das lasse ich mal aussen, das habe ich schon bearbeitet. Und jetzt komme ich hier zur Mobiliar, genau Diebstahl, Velo. Genau, mein Velo ist mir geklaut worden, da habe ich eine Schadenmeldung gemacht. Ärgerlich, es war neu. Nichtsdestotrotz muss ich da noch etwas machen. Ja, okay, jetzt weiss ich logisch, ich will noch wissen, welches Velo, wie teuer es war. Wenn es ist gestohlen wurde, verständlich. Rechnung. Die habe ich abgelegt, die habe ich bekommen. Die kann ich schnell aus meiner interaktiven Ablage holen. Genau. Hätten wir auch drin. Und das ist korrekt. Das ist das Bankkonto, das ich jeweils die Versicherung abwickle. Super. Schließe doch das ab. Wunderbar. Mobiliar sagt merci. Perfekt. Nächstes Thema. Serafe. Jawohl, Gebühren sind wieder fällig.
Ja, das sieht gut aus, das zahlen wir. Haushaltskonto, korrekt, das hat mir auch gerade geholfen. Ausführungsdatum, Ende Jahr, perfekt. Ah, jetzt hat der Bürotisch gemerkt, dass es eine Rechnung ist, die immer kommt. Jetzt fragt er mich, ob er sofort zahlen und immer automatisch. Ja klar, das ist viel einfacher, wird das gerade erledigt. So. Ja, clever. Jetzt hat der Assistent wieder gemerkt, dass eine Rechnung war an meinen WG-Kollegen und an mich, also an einem Haushalt. Und jetzt fragt es mich hier, ob ich gerne den Betrag teilen mit dem Haushalt, respektive mit dem Lück. Ja klar, habe ich das ja auch gerade erledigt. Halbe, halbe, wie wir das bei allen solchen Sachen machen. Perfekt. Gut, nächstes Thema. Wunderbar, wie das flott geht. Kontoauszug sparen. Tipptopp, das tun wir doch archivieren. Smart Archiv, Vorschlag. Aha, das ist am richtigen Ort. Und immer direkt ablegen. In Zukunft somit kann ich das einfacher archivieren, noch einfacher machen. Perfekt, smarte Archivierung. Und dann habe ich noch eine Einladung für die Fahrzeugprüfung. Das war immer so eine Sache. Mal schauen, wie es jetzt geht. Aha. Jetzt fragen Sie mich noch über hier. Fragen Sie mich das gerade? Ja, gut, nein, das kann ich nicht, das weiß ich gerade, da ist schon etwas los. Alternatives Datum, klar. Das ist jetzt schon noch gäbig. Das heisst, ich habe direkt eine Veränderung vorne. Ich kann direkt jetzt mit dem Strassenverkehrsamt kommunizieren und ich kann hier einen Termin abmachen, der mir wirklich auch geht. Kalender eintragen, Checkliste, wow, das ist jetzt wirklich zügig gegangen. Wunderbar. Mein Briefkasten ist quasi leer. Sehr gut. Gehe ich noch schnell ins Archiv. Und das Archiv möchte jetzt gerne auch demonstrieren, was das Branded Folder-Thema anbelangt. Eben, das Unternehmen vor allem präsent auch soll sein. Das ist zum Beispiel die Valiant. Die bekommt dann in diesen Archiven die Möglichkeit, wie das Unternehmen auch, das das will, eine eigene Microsite zu haben. Und da kann man auch die kundenspezifischen Informationen genau dort schon anzeigen, wo der Kunde auch ist und wo der Kunde auch geht, Informationen suchen. Das ist der Patrick Küsselmann, das ist mein Berater. Da kann ich direkt telefonieren oder schon mit ihm chatten. Das ist natürlich extrem praktisch. Das gleiche auch im Prinzip natürlich auch bei der Postfinance. Ich kann es wegklicken, kann es wieder zugeben. Dann tut Regina Reber und das Team sich um meine Angelegenheiten kümmern. Dann darüber hinaus, wir haben über die Interaktion gelernt oder das Gestalten von der Kommunikationsbeziehung als echte Interaktion. Und das ist hier zum Beispiel von der Serafe dargestellt. Man hat hier die Möglichkeit, den Adressat von der Rechnung zu ändern, Korrespondenzsprache zu ändern oder die Periodizität von der Rechnung selber zu ändern. Und das sind so Beispiele oder das sind so kleine Sachen, wo man manchmal heute muss ein Telefon führen oder man muss irgendwo ein E-Mail schicken. Und hier wird es einfach instant am gleichen Ort, ab dem Bürotisch aus dieser interaktiven Ablage erledigt. Voilà. Und noch das letzte Beispiel. Straßenverkehrsamt und da eine Bestellung aufgeben. Hier ist jetzt ein Ersatzkontrollschild. Ein Beispiel von so einem Use Case. Viele weitere sind denkbar und kann man natürlich zusammen jeweils mit dem Geschäftskunden aus dem Ökosystem, der sich dafür auch interessiert, für Clara MyLife-Lösung gemeinsam entwickeln. Gut. Voilà. Das war der digitale Briefkasten. Und ich schaue auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir Sachen geschaut, wie macht deine Post einfach. Und jetzt macht Clara MyLife noch das Leben einfach. Und wir steigen jetzt hier ein. Und was wir werden sehen, ist mehrere Themen jetzt neu. Also da ist noch mehr drin. Und ihr seht jetzt hier den digitalen Briefkasten, Digital Letterbox und Archiv, ist explizit hier auch eingebunden. Der Bürotisch wird aber weiter ergänzt um Funktionalitäten. Da steige ich jetzt einmal in Finance Teil. Finance Teil sind nachher die Möglichkeiten gross. Da zum Beispiel kann ich darstellen, wo ich
Geldhaus gegeben. Und zwar nicht nur bei einem Konto, sondern eben bei allen Konten, über alle Konten hinweg, die ich hier auch verknüpft habe. Ist jetzt hier Europa abgebildet. In der aktuellen Zeit geht es auch mehr um das Darstellen, das ich ausgegeben in der Schweiz. Voilà. Das ist das eine Teil. Das andere, im Bereich Finanzen geht es ja viel auch um Wünsche, die ich mir realisieren möchte. Geld ist Mittel zum Zweck für so vieles, Konsumation, andererseits auch um Wünsche erfüllen. Und da tut mir auch Clara helfen, die Wünsche transparent zu machen und nachher auch gezielt auf etwas herzusparen. Einen Wunsch realisieren, das gibt so ein tolles Gefühl dazu. Und wie mache ich das? Ich fasse da mal so einen Wunsch, das neue Auto, das Icon dazu. Dann, wie viel das ich sparen möchte, respektive wie viel das Auto kostet. Das habe ich ein bisschen vorher geforscht. Wie viel das ich sparen möchte und woher das ich sparen möchte. Und wer hier auch noch mitmacht. Also der Peter und ich zusammen auf das sparen. Voilà. Und somit ist das Ziel gesetzt. 2 years left, genau. Mit diesen 500 Franken pro Monat. Und dann haben wir das eingerichtet. Und es reiht sich nachher ein, oder es geht Zeit durch. Jetzt hat man da gesammelt und jetzt haben wir schon gespart. Und es fehlen auf die 12.200 Franken noch 7 Monate. Gut. Das sind übrigens nachher die Liste von all meinen Zielen, die ich noch habe. Da schauen wir doch mal das an, was schon gleich nachher ist. Das ist der Töff. Ja, super. Ja, mit der Vodouas schon diverse Versicherungen. Und ich habe eingestellt, sie soll mich aktiv erinnern, wenn ich irgendwo eine Optimierung habe. Und jetzt haben die durch das gemerkt, dass sie gleich einen neuen TÜV haben werden. Und machen mir irgendein tolles Angebot dazu. Das ist natürlich extrem gebig. Das stärkt meine Kundenbindung dort extrem. Das war jetzt eine tolle Geschichte. Voilà. Gut. Gehen wir hier noch das letzte Thema, das ich zeigen möchte. Das ist 3a-Konto eröffnen. Wir haben Ende Jahr. Da geht es so darum, wer es gerne machen möchte, dort in privaten Vorsorge etwas zu leisten, tue ich doch ein Konto auf. Mit der Cornerbank, da ist schon Empfehlung abgegeben, welches, plus noch welches Produkt es soll sein. Wie viel das ich sparen dazu, auf welchem Konto und let's do it. Und dann wird ein Telefon gemacht zur Kundenberaterin, zur Emma, ich muss mich noch identifizieren, das ist tipptopp, sehr gebig. Ja. Passt doch. Dann bekomme ich noch Dokumente, die ich unterschreibe, das tue ich doch auch gerade erledigen. Und somit ist mein 3a-Konto bereits auf. Das waren nur ein paar aus dem Bereich «Macht mein Leben einfach». Vorher sind wir ins Detail gegangen, «Macht die Post einfach». Und ich hoffe jetzt mit dem Einblick in die Vision «Clara MyLife», die wir hart dran arbeiten, mit einer neuen Ambition, habt ihr auch jetzt ein Gefühl bekommen, was die Worte, die ich vorher gesagt habe, effektiv nachher auch für eine Wirkung soll und erziele eine konkrete Lösung. Und darum möchte ich jetzt gerne übergehen, Hans-Peter, mein Interviewer. Und jetzt schauen wir doch mal, was er für Fragen dabei hat und was für Fragen vielleicht aus dem Chat sind. Hans-Peter, hallo. Salut Adrian, grüezi miteinander. Ich bin öppe bei Kunden unterwegs und was eigentlich Begeisterung auslöst, ist das Ökosystem und die Idee von dem Ökosystem. Und es ist richtig, jetzt ist Post Bestandteil geworden von dem Ökosystem und das führt vor allem dazu, dass jetzt noch besser wie vorher eigentlich Geschäftskundenwelt mit Privatkundenwelt kann verbunden werden, indem das Geschäftskundenwelt, der Privatkundenwelt ja oftmals Mitteilungen machen will, angenehme, auch unangenehme Rechnungen. Und das würde auf dem Kanal laufen, ist das richtig? Das ist die Idee dahinter. Also, wir gehen heute davon aus, dass die B2C-Kommunikation, am Schluss geht es ja eine Art um das, schon über mehrere Kanäle auch läuft. Und was wir hier eigentlich machen, wir stellen den Kanal zur Verfügung, plus wir verlängern eben das Kundenerlebnis über einen Empfang hinaus.
Also soll neben einer Interaktion Start und möglich. Und das ist natürlich in der elektronischen Welt mit all den Möglichkeiten, die man dort hat, ist ein grosses Potenzial, da kann man viel näher erreichen. Und das ist dann quasi die Ergänzung heutiger Kanäle dazu und das dann in der elektronischen Welt. Ja, genau, um das geht es. Ja. Danke vielmals. Jetzt hat mir die Regie ein paar Fragen zusammengestellt, die sind jetzt ein bisschen gebündelt, die reingekommen sind jetzt im Laufe vom heutigen Morgen. Du hast unter anderem auch gesagt, wir bringen 3 neue Produkte auf den Markt. Sicherer Nachrichtenverkehr war das eine davon. Sicherer Nachrichtenverkehr. Als Versicherung stelle ich mir das richtig vor. Als Versicherung heisst das, ich kann meine Police, ich kann meine Newsletter, ich kann meine Rechnungen, ich kann auch schlussendlich, kannst du es zeigen, irgendeine Abrechnung über diesen Weg abwickeln. Das gleiche Thema, es gibt einen neuen Kanal auf. An dem Ende des Kanals ist typischerweise heute der Briefkasten vor dem Haus. Heute ist der Briefkasten nachher im Hosentaschenformat, im Hosensack. Genau, also mit den Möglichkeiten, das, was man heute schon versendet, einfach auf andere Art, sofern eben das der Privatkunde auch will, nachher zuzustellen. Ein Marketingleiter von einer Versicherung ist ein bisschen kritisch im Sinne von, er sagt, Ich mache das gern, aber ich mache das eigentlich nur dann, wenn ich eine gewisse Anzahl von meinen Kunden kann erreichen kann. Also wenn ich nur 3-4% von meinen Kunden auf diesem Weg erreiche, dann ist das nichts für mich. Dann habe ich nämlich einen weiteren Kanal eröffnet, das wollte ich nicht. Wie sehen wir das? Also mal grundsätzlich vollkommen verständlich. Ein Kanal, ein neuer vor allem, der muss attraktiv sein oder man muss zumindest den Wert sehen oder den Weg zur Attraktivität, den der Kanal hat. Also am Ende des Tages, denke ich, wird es um 2 Sachen gehen, um Reichweite und also wie viele Kunden hängen an diesem Kanal und um einen Wert, den er generieren kann. Jetzt innovative Unternehmen werden vor allem auch helfen, an den Werten zu kreieren. Und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das dann am Ende des Tages am meisten bringt, wenn man das in so einem Co-Creation-Ansatz so macht. Das ist der eine Teil. Und das andere Thema ist natürlich die Reichweite. Und da können wir uns eben jetzt als Teil von der Post auch an den Motorpost anschliessen. Oder? Wir haben vorhin gehört, die 2,6 Millionen Privatuser, oder, die heute auf Post.ch unterwegs sind. Man stellt sich mal vor, jeder von denen hat dann den digitalen Briefkasten schon. Also da sind wir in der Reichweite von 2,6 Millionen. Dort sind die Briefkästen dran gehängt. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, sofern das alle Parteien wünschen, der B2C-Kommunikation, das System ans Laufen zu bekommen. Also Thema Reichweite, da hilft uns natürlich der Motor für eine moderne Schweiz schon stark. Danke vielmals. Jetzt hat auch eine Bank reagiert. Und du kannst dir vorstellen, um was es geht, wenn es um eine Bank geht. Es geht um Vertraulichkeit. Haben wir das im Griff? Das haben wir im Griff. Ja. Wir arbeiten heute bei Clara schon mit diversen Banken zusammen. Das haben wir im Eingangsreferat auch gehört. Und das ist für mich eigentlich eine Nagelprobe. Oder? Hätten wir es nicht im Griff und hätten wir das A nicht können in der Verkaufssprache zeigen und B jetzt nicht auch im täglichen Doing, hätten wir es nicht können zeigen, dann wären sie auch nicht gekommen. Ja. Du hast gerade bei dem Teil von dem sicheren Nachrichtenverkehr zeigen Versicherungen, Banken, aber auch Behörden, Verwaltungen sind Netzwerkpartner in dem Sinn. Ich habe kürzlich Kontakt mit einem Gemeindeschreiber, wo mir sagt, okay, ja, das ist ein guter Weg, um meine Steuerrechnungen zu verschicken. Aber das ist auch interaktiv möglich. Also die Gemeinde oder mein Wohnort kann mir auch sagen, geh deinen Wasserzähler ablesen und gib mir eine Rückmeldung, was dort draufsteht. Das ist das Schöne an der Idee von einem Ökosystem. Was am Ende des Tages kommuniziert soll werden, das bestimmen Parteien untereinander. Und wenn man da denkt, was eine Gemeinde auch für Bedürfnisse hat gegenüber einem Bürger, und wenn man sagt, ja, Behörden und Gemeinden sollen auch Teil werden vom Netzwerk, dann tut es natürlich ein Tor auf, wo eben genau das Thema Potenzial war, das ich vorhin angesprochen habe. Es ist Potenzial vorhanden. Die Frage ist einfach, wenn und in welcher Form man so eine Interaktion gestalten kann. Darum, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, selbstverständlich ist auch möglich. Schön. Intelligenter Bürotisch, die zweite Neuerung oder das zweite Produkt, die zweite Dienstleistung, die wir auf den Markt bringen werden, wie du es gesagt hast, im Zusammenhang mit
bezahlen. Es gibt da doch auch noch ein paar Fragen. Also wie funktioniert das? Also wie muss ich das ein privater User, ich, wenn ich mir meine Rechnungen bezahle? Du hast jetzt hier Beispiel gezeigt, aber wie kommt das zu mir? Ist das also, kann ich mir das vorstellen wie E-Bill oder wie läuft das? Also die Rechnungen, wie sie daherkommen, kommen eben über den digitalen Briefkasten einerseits direkt eingestellt von einer Bank, von meiner Versicherung oder von einer Behörde, die mir eine Rechnung stellt. Das ist der Weg rein, oder? Ich habe die Möglichkeit, wenn ich etwas noch physisch bekomme, das abzufotografieren oder wenn eine Rechnung von einem Telco-Anbieter in die E-Mail kommt, das einfach mit Teilen mit reinzustellen. Jetzt wäre es mal da. Oder, jetzt weiss ich nicht, ob das die ganze Frage war, aber ich glaube, es geht noch um etwas anderes. Wie geht es denn weiter? Oder? Wie wird es denn nachher auch gezahlt? Und da ist es so, ich werde die Möglichkeit haben, in Clara MyLife meine Bankkonto zu verknüpfen. Also dort machen wir nichts anderes als das, was wir in Clara Business auch schon tun für KMU. Bankkonto verknüpfen, Rechnungen, die vielfach bei uns in der Schweiz noch als Einzahlungsschein daherkommen, werden als Zahlungsauftrag vorbereitet und in diesem gesicherten Kanal zu meiner Bank als Zahlungsauftrag nachher dort platziert. Also wir übernehmen nicht die Zahlung direkt, sondern wir generieren den Auftrag und geben dem der Bank, die ich ja schon kenne. Also am Ende des Tages machen wir einfach als Zwischenstück das Leben einfacher im Thema Finanzüberblick behalten und können Zahlungen auslösen. Das verstehe ich, ja. Ja. Jetzt war die Rede gewesen, vom Bürotisch im Taschenformat. Jetzt, wir sind ja auch mit verschiedenen Generationen unterwegs. Taschenformat, das schätzen die einen, die anderen arbeiten vielleicht lieber auf einem Gerät wie das hier. Haben wir da auch Möglichkeiten oder bleibt es bei dem? Das Schöne ist, Möglichkeiten sind zu viele. Sind viele da. Wir werden starten mit der App im Hosentaschenformat. Das ist das, wo wir das Gefühl haben, werden wir am meisten Leute am Anfang erreichen, die gerade einen Mehrwert daraus ziehen können. Ich schließe aber nicht aus, dass nachher, wenn wir zu Use Cases kommen, wie zum Beispiel Dateien gemeinsam aufladen, oder? Das wird auf dem Handy dann schwierig, das ist ein bisschen eine Fummelerei, dass wir auch adäquate Oberflächen nachher so auf dem Laptop werden haben. Und der Jens hat es vorher gezeigt, wer hier in diesem Kanal war, wie die Webseite entsteht. Oder? Da haben wir auch eine Webseite gehabt, die passt sich automatisch an das Endgerät an. Also ist ja hier am Ende des Tages nichts anderes. Mein Bürotisch muss sich irgendwie automatisch an das Endgerät können anpassen können, wo ich effektiv unterwegs bin. Es ist noch eine Frage eingegangen, möglicherweise von jemandem, der schon ein fortgeschrittenen Alter ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es da um Vorsorgethemen. Ja. Patientenverfügung, kann man sich so etwas auch vorstellen? Oder einen Vorsorgeauftrag oder ein Testament schlussendlich da rechtsgültig zu formulieren, abzulegen und das Nötige zu machen? Sind das so Vorlagen gemeint? Also, schon. Also heute, denke, ja. Heute kann ich die Vorlage irgendwo suchen auch im Internet oder zum Kollegen schauen, wie er es macht. Ja, eben, die Möglichkeiten sind dort viele, wenn das ein Bedürfnis ist und auch so eine Kundengruppe kommt. Und wir werden ja auch in Dialog treten mit diesen Kundengruppen, die Clara MyLife werden einsetzen. Und es klingt jetzt so ein bisschen wie ein Wunschwarlad, ist nicht ausgeschlossen. Nein, ist es nicht. Und es ist ja das Schöne, eben, macht dein Leben einfach. Wir gehen dort das Leben einfach machen, wo wirklich die Nutzer auch ein Bedürfnis haben. Genau. Schön. Gut. Ich weiß nicht, wie viele Fragen hast. Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich habe eigentlich schon ein bisschen Kärtchen rauf. Ich glaube, wir kommen langsam zu Ende. Ob eine Frage muss noch leiden. Und dann müssten wir dann wieder den Kanal wechseln. Ja, es ist eigentlich noch ganz eine ganz einfache Frage. Also, und schlussendlich, also ich kann nicht nur solche Dokumente verwalten, die mir irgendwie über den Kanal zugestellt werden, die irgendwie so reinkommen. Das kann man das immer noch nicht ganz vorstellen, aber ist ja gleich. Aber ich könnte auch Dokumente selber erstellen und in das Ökosystem oder in mein Büro einbauen, aufnehmen. Selber Dokumente, also eine Textverarbeitung gemacht oder ein Word-Dokument zum Beispiel? Ja, das probiere ich hier kurz zu zeigen, das ist gerade am einfachsten. Die Möglichkeiten vom Handy tun wir natürlich komplett ausschöpfen. Und da gehört bei den Smartphones auch eine Kamera dazu. Dort ist der Scanner eingeblendet. Und in dem Sinn ist es eigentlich das letzte Instrument, das letzte Zettel, kannst du auch so nehmen. Danke. Gut, merci für die Fragen. Merci auch für die Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und merci für die Aufmerksamkeit. Das Thema geht weiter. Clara Experience Day. Das Programm geht weiter. So. Schnell einschalten.
Bitte Kanal wechseln, das sollte automatisch passieren. Bei wem es nicht passiert, einfach kurz im Browser Reload drücken und dann wechseln wir auf einen anderen Kanal im anderen Saal. Frie, ich werde mich bei euch verabschieden. Merci vielmals für das Interesse und es würde mich freuen, die einen oder anderen, die jetzt virtuell zugeschaut, in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen und das Thema Clara My Life zu vertiefen. Ade miteinander, schöne Woche weiterhin. Merci. Ja.